Ja, Mensch, herzlich willkommen zurück in Ankaria. Ja, es ist schon ein bisschen länger hier wieder, dass ich einen neuen Part aufgenommen habe. Aber das hatte auch seine Gründe, denn nun ist mein PC endlich so weit zusammengebaut, wie ich das haben wollte. Und ja, deswegen hat es halt ein bisschen länger gedauert. Was gibt's noch zu sagen? Jetzt habe ich mal auf vollen Einstellungen alles Mögliche auf richtig hoch, super duper, wuppidu, eingestellt, um mal zu gucken, ob es funktioniert. Naja, ich hatte schon ein paar Testaufnahmen gemacht, da funktionierte das so, aber mal schauen, ob das auch jetzt in der normalen Standardaufnahme so funktioniert. Naja, mit der Framerate und so. Momentan habe ich 30 Bilder pro Sekunde. Und das ist eigentlich recht merkwürdig, dass es eigentlich so wenig ist. Ist aber vierfache Kantenglättung und so etwas. Vielleicht saugt dem das auch ein bisschen Power. Um das mal zu ausprobieren, mache ich hier mal eine Se Lichtsäule hin. Ah, okay. Funktioniert alles. Naja. Dann widmen wir uns mal unseren Nebenaufgaben. Die Flucht. Ja. Wo müssen wir da hin? Das ist die große Frage. Die Flucht. Ach, das hier oben. Okay. Ja. Ja, genau. Bin ich jetzt auf dem richtigen Weg? Ja, bin ich. Ja, was gibt's zu erzählen? Naja, eigentlich nicht viel, außer dass wir jetzt hier jemanden aus dem Gefängnis retten sollen. Mal sehen, ob wir das schaffen, weil ich habe so ein bisschen die Angst, dass das vielleicht nicht klappen könnte. Wobei, das ist totaler Schwachsinn. Wir schaffen das. Locker. Wir bestehen das bravourös. Bravourös geleistet. Ach, das Wasser. Schauen wir uns das Wasser an. Ja, oder so. Wunderschön. Aber wirklich einen Riesenunterschied sehe ich jetzt so spontan nicht, wenn man mal sich die höchste Einstellung bei der Kantenglättung ansieht. Das ist jetzt auch nicht wesentlich besser und wahrscheinlich frisst das ordentlich Leistung. Und naja, das. Es könnte ja sein, dass es gar nichts bringt. Ja, oder so. Was ist das? Er baut einen Sonnenschrott. Das funktioniert doch rein physikalisch gar nicht, oder? Wie kann denn da drin eine Kerze brennen, wenn das hier zu ist? Das würde die Kerze doch ersticken, oder? Ersticken würde dich das. Ja, ersticken. Aber anscheinend ja nicht. Da nimmt das Spiel das wohl mit der Physik nicht ganz so streng. Wobei war das die Physik? Ja, ich glaube schon. Ach, Scheiße. Das doch nicht hier. Wir müssen einmal außen rumlaufen. Kaka. Kaka-Scheiße. Ja, wundervoll. Das habe ich mir ja wieder super ausgesucht. Ah, müssen wir da nur da hoch, ne? Ja, passt schon, dauert nicht so lange. Nein, anscheinend ja nicht. Wir müssen anscheinend einmal hier außen rumlaufen. Doofes Spiel. Bist du denn für einer? Was wollt ihr denn hier? Verschwindet, hier gibt's nichts zu sehen. Was? Ich bin hier für eine Quest. Ich soll den einen Typen da rausholen. Also lasst mich mal in Ruhe. Zack, zack. Hey, hallo. Geht ja mal tot hier. Ja, schön. So. Oh mein Gott, eine Maus hätte ich beinahe gesagt, aber dabei ist es doch eine Ratte. So viel Zeit muss sein. Ey, es fallen hier Steine runter.
Und wir leben noch. Gott sei Dank. Gott sei Dank leben wir noch. Und hier habe ich jetzt auch 60 Bilder pro Sekunde. Das ist doch akzeptabel. Stirb. Stirb. Mit doppelter Power. Und jetzt hier Schwertfeuer und alles in die Fresse hauen. Alles, was du hast. Oh, Heiltränke. Müssen wir... Ah. Kommt doch her, hier sind noch ein paar. Müssen wir gar keine Heiltränke mehr kaufen. Achso, stimmt. Wir wollten ja auf Shopping-Tournee gehen irgendwann mal. Wie mein Slogan ja schon sagte. Los, komm schon. Ah, ich wusste es. Das hält mir auch ohne Heiltrank durch. Heilung. Heilung. Ah! Weil viele Tiere kommen da rein. Achso. Dann sind der Einfachheit halber einfach mal einen Wolf genommen und ihn als Wachhund beschrieben oder bezeichnet. So kann man das sich ja auch ein bisschen einfacher machen. Oh oh. So, jetzt muss ich mal einen Heiltrank reinschmeißen. Sonst geht das ja mal gar nicht. Ja, Wachen. Wahrscheinlich sind die nur so sauer, weil ich hier reinkomme. Und ich die ganze Zeit was von Licht fasel und die ganz einfach nur neidisch sind. Weil sie seit Jahren kein Licht mehr gesehen haben, weil sie diesen Herren da beschützen. Naja, nicht beschützen, eher bewachen. Wobei, sie beschützen ihn ja schon in gewisser Weise. Sie beschützen ihn vor Leuten wie mir. Was heulst du denn so rum? Was bist du denn für eine Memme? Was ist das denn? Für eine Memme. Ja. Mal sehen, wo gehen wir jetzt hin, ne? Gehen wir jetzt wieder nach oben? Hier nach unten? Oder hier nach rechts, wo auch der Pfeil hin zeigt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir gehen mal hier nach unten. Ah, nee, warte mal. Gehen wir mal nach oben. Nee, warte mal. Hier, Kiste aufmachen. Heiltrank. Haben wir hier noch was? Nö. Gehen wir hier mal jetzt nach oben hier. Okay. Komisch. Ich wäre nie drauf gekommen, hier hinzugehen. Was nicht tötet, härtet ab. Ja, hast du recht, mein Freund. Hast du recht, deswegen härtet dich nichts mehr ab, weil du wurdest getötet. Du wurdest getötet. Du kannst am letzten Speicherpunkt... Nein! Schon wieder ein volles Inventar. Ich kann doch nicht in jeden Part... Das passt. Ein bisschen rumdrücken, dann passt das schon. So. Hallo. Bakalios Vater. Bakalios schickt euch. Er ist ein guter Junge. Lasst uns von diesem finsteren Ort verschwinden. Okay, komm mit. Komm mit. Komm mit, Fatih. Fatih. Komm schon, Fatih. Komm mit, Fatih. Fatih. Hey, Fatih. Fatih, komm doch. Hey, Fatih. Fatih, ja, hier links. Ja, komm. Ja, bist ein feines Fattilein. Ja. Nochmal abspeichern. Vorsicht. Vorsicht, Cyber. Was wollt ihr denn? Stress oder was? Hallo. Ihr habt Angst, weil er aus der Ruine rauskommt. Fatih kommt aus der Ruine und ihr habt Angst. Hätte ich auch. Muss ich ja zugeben. Kommt plötzlich Bakalios Vater raus und dann... Oh, 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 oh. Das ist was... Die Dienerin des Schöpfers duldet keinen Widerstand. Egal. Oh, das ist noch nicht mal für mich. Scheiße. Das ist nicht für eine Seraphim gedacht. Ja, hier. Trotzdem mal kurz den Kistentroll rufen. Und das dann wenigstens in die... alle Spieler-Truhe packen. Damit die anderen auch was davon haben, mit denen ich spiele. Ich
meine die Charaktere. Oh, du sprichst mit mir, mein Freund. Ich verdanke euch mein Leben und stehe auf ewig in eurer Schuld. Ich werde mich auf den Weg zu meinem Sohn machen. Nochmals, habt Dank. Meine Mission hier ist beendet. Hat er mir jetzt gerade 3000 Gold gegeben? Wenn ja, dann, Komisch. Das ist ja ein bisschen viel, ne? Das ist ja kein Pappenstiel für jemanden, der mal so eben im Knast saß. Ebenso. Was könnten wir jetzt noch machen? Einmal hier noch den Dingsball rausladen. Schau mal auf die Karte. Mal sehen. Wir könnten ja rein theoretisch entgegengesetzt der Story hier mal den Weg hier so außen rumlaufen. So. Oder hier so links. Was uns das bringt. Naja, okay, hier links wäre es ein bisschen kritisch, weil hier hinten irgendwo T-Mutanten sind und die sind ein bisschen zu stark für mich. Und sobald es hier in die Wüste geht, ist sowieso zu Ende. Da gehen wir erst später hin. Aber wenn wir hier links gehen würden, würden wir ja noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Und aber das wäre auch doof. Das wäre auch unnötig. Zweimal Blind Guardian. Gut zu wissen. Haben wir hier noch eine Aufgabe in Weitblick? Das ist ein bisschen schwieriger. Überlegen wir mal. Der Osterkult. Müssen wir aber auch Kilometer weit laufen. Gehen wir mal nach Greifenburg. Da hatten wir ja noch massig Aufträge zu erledigen. Also tun wir das auch mal. Tun wir das. Können wir tun nichts unterlassen. Ha, ha, ha. Was willst du denn? Findet die Rutsche. Ah, nee. Das Problem, ob sorry. Sorry bleibt erstmal in meiner Vermerkliste für nächstes Mal vielleicht. Ist das die Braut, die heiraten will? Yep. Verlasst euch nicht immer auf andere. Sorry, ich nehme eine andere Quest. Ich brauche eine Quest, die ich nicht schon 1000 Mal gemacht habe. Tut mir leid, Leute. Falls euch das sauer aufstößt, bitte sagen. Bringt mir Jade aus der Mine in den Bergen. Oh ja, das kenne ich noch nicht. Jade. Wie kommen wir denn da am schnellsten hin? Warum ist hier eigentlich kein Portal? Bin ich wahrscheinlich nicht vorbeigelaufen. Naja, wir müssen einmal aus der Stadt raus. Das ist schon mal klar. Bloß, wie kommen wir da am schnellsten hin aus der Stadt raus? Mal sehen. Was seid ihr denn für Leute? Ihr scheint nicht gerade gut zu sein. Ein Händler, gut. Auch schön zu wissen. Ah ja, da draußen ist schon mal der Weg. Hier ist schon die Mauer, die nicht gerade so sehr stabil aussieht. So dick ist sie also nicht. Besteht weitestgehend aus einer pappartigen Mauer. Die ist nicht wirklich dick anscheinend. Also da müssen sich die Menschen nicht wundern, wenn da plötzlich ein Ork in der Hütte steht. Wenn die so schlampig ihre Gebäude bauen. So, jetzt nach da laufen. Nach da. Einfach nach... Huch. Einfach hier so längs. Einfach hier so längs. Das wird schon seine Richtigkeit haben. Wow, wow, wow. Ganz ruhig. Wow. Das sind jetzt ein paar viele. Hallo. Hallo. Finde ich nicht gut. Jawohl. Ah! Guck mal, ich richte doch ordentlich Schaden an. Ja, da kommen wir mit zwei Lichtsäulen. Ist kein Gegner gewachsen. Oh, wir sind doch eben am Händler vorbeigelaufen. Warum habe ich da nicht meine Sachen verkauft? Ich bin ja auch irgendwie doof. Aber das wussten wir ja schon länger, dass ich ein bisschen,
so ein bisschen nicht drauf achte. Verkaufen wir das mal schnell so. Zeit mitgenommen. Können wir auch gleich verkaufen. Brauche ich nicht. Ehe sich so ein Kram ansammelt. Machen wir das lieber schnell verkaufen. Tun. Möchten. Um das. Oh, sag mal, wie viele Elite-Kämpfer, Champions seid ihr denn hier jetzt noch? Ihr seid ja unglaublich. Komm schon. Ja. Geht's denn jetzt längs? Ah, ich bin schon auf dem richtigen Weg. Los, kommt ihr Wölfe, kommt. Willkommen in Wolfsburg. Oh, oh. Oh. Wolfsburg. Wolfsburg. Ah, versteht ihr? Wo muss ich jetzt lang? Hier, das schließt sie mir nicht. Verdammt, da ist ein Weg. Ah, wieder einen unnötigen Weg. Zu viel gelaufen. Komm schon. Ich glaube, wir sind schon über der Zeit, die ich eigentlich geplant hatte, aber das ist mir jetzt egal. Jetzt will ich nur dahin kommen. Und wer weiß, vielleicht steigen wir noch eine Stufe auf, wenn wir dahin laufen. Wer weiß, dann sind wir wieder bei 20 Minuten, aber das stellt euch ja anscheinend auch zufrieden. Ja. Nur mich nicht, ich muss den Kram hochladen. Naja. Da drücke ich mal ein Auge zu. Sag mal, wo ist denn jetzt dieser vermaledeite Eingang? Hey, hey. War der hier? Nein, nein, nein. Oder? 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 Nein, nein, nein. Ich laufe hier ja wie ein verwirrtes Hühnchen durch die Gegend. Stirb endlich. Ha. Gott, ihr macht mich aggressiv. Und die Karte macht mich auch aggressiv. Wo muss ich denn jetzt längs? Ja, gefunden. Oh, scheiße, ein Bär. Oh, scheiße. Oh, oh, oh. Bären sind neben Wildschweinen die scheißesten. Ah, ich darf nicht so viel Assi-TV gucken. Die scheißesten Viecher der Welt, Digga. Digga, Alter, Digga. Shirt, Digga. Guck mal hier. Voll mies, bam, bam, in die Fresse, Digga. Wow. Heftig. Wow. Okay, lassen wir das. Ich möchte jetzt ja auch keinen irgendwie beleidigen, weil er anders spricht als ich. Entschuldigung. Oh Mann! Stopp! Was seid ihr denn? Wer ist denn das? Hey Leute, schau mal, wir haben Besuch aus der Stadt. Was willst du? Diese Mission ist. Oh, was war denn das eben für ein hoher Ton von mir? So, so. Ja, den willst du also. Ah. Das ist natürlich nicht ganz billig. Du wirst bei unserem Anführer Kurt dem Falschen, der Supername, kaufen müssen. Das Leben ist teuer, selbst in so einer Mine, weißt du? Ah, jetzt müssen wir da rein, oder wie? Müssen wir da rein? Geh da jetzt mal rein. Und wenn wir drin sind, dann mach ich hier nochmal ein paar Gegner fertig. Komm schon! Oh yeah! Muss es doch für eine Erlösung sein, wenn man friedlich schlafen darf. Ja, klar, klar. Kann ich dir nur zustimmen. Wenn man friedlich schlafen kann, ist eine Erlösung für Geist und Seele, mein Freund. Deswegen ess immer schön Seitenbacher Müsli. Das ist gut für Körper. Quatsch! Quatsch, Quatsch, Quatsch. Was red ich eigentlich für einen Müll heute?
heute oder insgesamt immer. Man kann ja noch nicht mal mehr irgendwie richtigen Kram von mir erwarten, wenn ich immer so eine Scheiße rede. Ah, das ist ja grauenvoll. Jetzt sind wir bestimmt schon bei fast 20 Minuten. Und so langsam muss ich dann auch sagen, dass ich nicht mehr wirklich weit laufen will. Vielleicht bringt dieser Gegner ja schon die Erlösung und die neue Stufe. Nein, natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Also auf zum nächsten Gegnerknäuel. Ja, hier ein Gegner noch. Wahrscheinlich noch zwei Gegner. Stirb. Yep, noch zwei Gegner. Komm her. Komm her, genau. Ja. Da greife ich einen an. Und schon kommen drei hinterher. Oder zwei. Drei. Fünf. 27. 28. So. Jetzt kümmern wir uns nochmal schnell um die Skillung und dann geht's weiter. Im nächsten Part. Alte Magie. Himmelsmagiekunde. Was habe ich jetzt schon? Nein, oder? Nein. Ich habe doch keinen Trank jetzt getrunken. Ah. Alte Magie hatten wir schon. Rüstungskunde. Wir brauchen Rüstung, um unser Leben fortzuführen. Vitalität, wir brauchen Leben. Leben. So. Speichern. Und meine Freunde, willkommen im nächsten Teil von Sacred 2. Wir sehen uns im nächsten Teil von Sacred 2. Das war's für heute. Den Part 33 auf der Richterskala von Sacred 2. Also, bis zum nächsten Mal und beehren Sie uns bitte wieder bei Seitenbacher. Bis zum nächsten Mal und ciao.